Herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Oh, ich freue mich so riesig. Also, ihr könnt es gar nicht glauben, wie sehr ich mich darüber freue, endlich ein Let's Play zu machen. Und ja, ich finde auch die Familie total klasse. Ihr habt sie ja schon ein bisschen kennengelernt, weil ich sie erstellt habe. Und das ist das Haus. Es gab kein Hausbauvideo dazu. Ja, fast 6 Monate ist es mittlerweile her, dass ihr diese Sätze von mir gehört habt. Denn da habe ich das Let's Play mit der Familie Reuss begonnen. Und mittlerweile sind es nun schon 99 Folgen geworden. Heute ist die 100. Folge und deshalb dachte ich einfach, machen wir so einen kleinen Rückblick. Gerade seht ihr, wie wir eigentlich angefangen haben, und zwar mit der Erstellung der Sims. Als erstes kam Theresa Reuss dran. Eine ziemlich ehrgeizige werdende Country-Sängerin, die ja, ein bisschen freizügiger rumgelaufen ist, also einfach knappe Kleidung, ein bisschen sportlich. Und ja, sie war aber nicht allein in unserem Let's Play, sondern sie hat mit ihrem Bruder zusammen gewohnt, den ihr hier gerade sehen könnt, den Philipp. Und ja, der wurde kürzlich von seiner Frau verlassen und hat aber noch ein Kind mit ihr gehabt. Und das hat er mit in das Let's Play reingebracht, den kleinen Jamie, den ihr gerade sehen könnt. Und zusammen mit 2 Pferden und einer Katze sind wir ins Let's Play gestartet. Und ja, ich wollte euch heute anlässlich der 100. Folge einfach mal ein paar kleine, süße Clips zeigen, so ein paar Erinnerungen, die ihr vielleicht auch mit mir teilt an die letzten 99 Folgen, wie zum Beispiel süße kleine Küken. Und ja, einfach mal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Und auch für die Leute, die vielleicht das jetzt leider nicht gesehen haben, so einen kleinen Überblick geben, was wir bisher so erlebt haben. Zum Beispiel die Karriere von Theresa. Hier seht ihr sie gerade bei ihrem ersten Casting und anschließend auch bei ihrem ersten verregneten Konzert im Park. Und ja, sie hat sich doch schon ganz schön entwickelt, hat aber natürlich von Anfang an alles gegeben. Und ja, sich immer wieder verbessert. Sie ist halt sehr ehrgeizig und ja, hat ein bisschen besser oder weniger gut besuchte Auftritte hingelegt. Manchmal auch nur ein Zuschauer, aber manchmal auch mehr. Und so hat sie jetzt schon eine richtig tolle Fangemeinde aufgebaut, die sich über jeden Auftritt von ihr wahnsinnig freut. Ja, aber nicht nur die Entwicklung von Theresa in ihrer Karriere haben wir mitgekriegt, sondern auch das Aufwachsen von Jamie. Hier ist sie noch ein kleines Kleinkind und spielt im Wasser mit seinem Papa. Doch das hielt nicht lange, denn schon bald wurde er zu einem Schulkind und hat seinen ersten Tag in der Schule verlebt und wurde hier natürlich noch herzlich von seinem Vater verabschiedet und ja, hat viele Freunde in der Schule gefunden. Doch auch das hielt nicht lange. Ja, Kinder werden so schnell groß. Mittlerweile ist er ein Teenager geworden, hier bei seiner ersten Teenager-Party mit, ich muss sagen, ziemlich vielen Mädchen eigentlich. Und eins davon hat er besonders ins Herz geschlossen, die süße Jasmin, mit der er hier gerade tanzt. Blonde Haare, ein Reiter-Outfit und ja, auch der erste Kuss ließ nicht lang auf sich warten. Doch Romantik lag nicht nur bei Jamie in der Luft, sondern auch Theresa hat natürlich die ein oder anderen Flirts, hier zum Beispiel ein Urlaubsflirt mit einem hübschen Ägypter, ja, so gehabt. Und Philipp hatte auch eine große Auswahl an Frauen. Er wurde ja von seiner ersten Frau verlassen, doch mit Emily, die er hier gerade zum ersten Mal geküsst hat, hat er die perfekte neue Frau für ihn gefunden. Und ja, sie hatten viele romantische Dates und schließlich zog sie auch bei uns ein, was sehr schön war. Und Emily ist auch eine echt tolle Simsin. Doch mit dem neuen Sim mussten wir natürlich auch umbauen, einfach ein bisschen ja, das Haus ausbauen. Außerdem hatten wir auch genug Geld angespart. Und daher zeige ich euch gerade nochmal im Schnelldurchlauf, was wir alles so geändert hatten. In einer anderthalbstündigen Folge habe ich ein neues Bad eingerichtet, die Küche und das Esszimmer geändert, hier den Flur noch ein bisschen ausgebaut und auch das Schlafzimmer von Emily und Philipp ein bisschen verschönert. Und ja, nicht nur bei den Sims gab es Zuwachs, sondern auch unsere Pferdchen waren fleißig am Nachwuchs zeugen. Hier wurde gerade der Romino geboren, unser erstes kleines Fohlen, total süß, kam total nach dem Vater, fand ich. Und ja, aber er hat dann auch noch eine kleine Schwester bekommen, die Salira, die hier gerade am Altern ist.
Und ja, Salira hat unseren Geburtstagsmarathon, den wir vor einigen Folgen hatten, beendet. Vorher wurden noch Philipp älter, er wurde ein Erwachsener, ein bisschen älter, ein bisschen verantwortungsbewusster. Einen Tag vorher kam auch Emily schon dran, die halt einen Tag älter ist als Philipp, und auch sie wurde eine Erwachsene, wie wir gerade sehen können. Und ja, auch die kleine Phoebe wurde leider zu einer alten Katze mit ein paar grauen Haaren und so. Aber wir lieben sie immer noch. Und schließlich auch Theresa musste einsehen, dass sie nicht für immer jung bleiben kann und wurde eine Erwachsene. Und ja, für mich das bisherige Highlight unseres Let's Plays war der romantische Abend mit Emily und Philipp am Strand, wo sie in die Sterne geschaut haben und Jamie im Stadtpark ein Feuerwerk steigen ließ zu ihren Ehren, was wir hier gerade sehen können. Sehr romantisch. Und ja, der Abend gipfelte in einer alles entscheidenden Frage von Philipp an Emily. Hier hinter der oder vor der wunderschönen Kulisse des Leuchtturms hat er sich auf den Boden gekniet und ja, um Emilys Hand angehalten. Und natürlich hat sie ja gesagt. Warum auch nicht? Und ja, das fand ich sehr süß und total romantisch. Und kurz nach der Verlobung folgte auch noch was weiteres, nämlich dass Emily schwanger wurde. Ja, Nachwuchs ist in Sicht. Mittlerweile haben wir das Baby auch bekommen. Aber da in unserem alten Haus nicht mehr so viel Platz war, sind wir in eine neue Stadt umgezogen. Und zwar Ann Arbor, die ihr gerade sehen könnt, wo ich mal so abends so einen kleinen Überblick über die Stadt mir verschafft habe. Eine wunderschöne Stadt, kann ich euch nur empfehlen. Und ich habe für die Familie auch ein kleines, süßes Haus gebaut. Naja, klein ist wirklich untertrieben. Es ist echt groß und luxuriös. Und ja, wo auch viel Platz ist für unsere späteren Kinder und Neuzugänge. Und ich würde sagen, wir spielen hier jetzt noch ein bisschen. Und hier sind wir zurück im Spiel mit der Familie Reuss. Ja, herzlich willkommen zur 100. Folge. Ihr habt ja jetzt schon ein paar Minuten Intro, sagen wir es mal so, gesehen. Einfach so ein kleiner Rückblick zu allem, was wir bisher so erlebt haben. Wobei ich eigentlich den Krams hier in der Stadt ziemlich vernachlässigt habe, muss ich sagen. Ja, ist aber auch noch nicht so lang her. Mittlerweile jetzt doch, weil wir eine ganze Weile nicht mehr gespielt haben. Aber ja, ich denke, wir erinnern uns an den Großteil noch. Dieses wunderschöne Haus, ich liebe es immer noch. Oh, ich habe es so lange nicht mehr gesehen. Fast einen Monat habe ich es nicht mehr gesehen und jetzt bin ich wieder hier. Oh, und es ist so schön, so bunt, so groß, so detailliert. Und das ist unsere kleine Sophia, die wir hier bekommen haben, als wir nach Ann Arbor umgezogen sind. Und sie ist mittlerweile schon ein Kleinkind und unsere Emily ist schon wieder schwanger. Und ich habe mir jetzt noch gar nicht den Namen angeschaut, die ihr in den letzten paar Folgen mir da geraten habt. Ich weiß nicht, ob heute ihr Kind kommt. Wenn, dann schaue ich nochmal schnell nach ansonsten. Also ihr werdet mir auf jeden Fall einen schönen Namen von euren Vorschlägen aussuchen. Und dann kriegt Sophia noch eine kleine Schwester. Wir müssen dann mal schauen, dass sie auf jeden Fall noch ein paar Melonen isst. Können sie ja dann gleich eine essen. Und Philipp ist gerade auf dem Weg zum Lebensmittelladen. Theresa schläft noch ein bisschen. Die kann es ja ganz ruhig angehen lassen. Oder haben wir heute einen Auftritt? Da habe ich ja nur auch gar keinen Plan mehr von. Nein, Montag. Montag. Warum denn Montag? Aber okay. Machen wir. Ja, du kannst dann da deinen Krams machen und dann kann Sophia eigentlich auch. Okay, und zwar, ich habe ja, wie ihr vielleicht auch bei der Abenteurer-WG schon mitgekriegt habt, ich habe jetzt wildes Studentenleben. Und ja, damit kamen natürlich ganz viele neue Sachen, die wir mit Philipp anbauen können. Und zwar die ganzen Gewürze, also hier Süßgras, die ganzen Bohnen. Wir brauchen sie zwar eigentlich gar nicht, aber es geht ja nur darum, dass wir es ein bisschen anbauen können. Ich weiß gar nicht, wofür wir die ganzen Bohnen brauchen, aber die können wir auf jeden Fall anbauen. Süßgras auch, Wunderblatt kenne ich nicht, keine Ahnung, braucht man nicht. Ginseng auch nicht unbedingt. Basilikum ist aber gut. Zimt, Lavendel, damit kann man vielleicht irgendwas Schönes kochen, wer weiß das schon. Also Bohnen würde ich auf jeden Fall anbauen, Kamille auch. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch irgendwas vergessen haben, was wir noch nicht anbauen konnten. Was haben wir hier so Schönes? Joa. Irgendwelche Fische, neue Fische gibt es anscheinend auch nicht. Ja, ich denke, das sollte reichen von jedem Gewürz einmal. Und dann,
Geschmacklos, das ist einfach geschmacklos. Ich verstehe nicht, warum ich dieses Dingens kriege. Das habe ich auch schon bei meiner eigenen Familie öfters gekriegt, bei meiner privaten Familie. Mich gefragt, was soll das? Was ist das? Was tut ihr da? Ja, und keine Ahnung, was das ist. Also was werden wir denn da so Schönes anpflanzen? Wie wäre es mit Süßgras? Das könnten wir hier hin pflanzen und den Lavendel auch. Und den Rest pflanzen wir hier mal so ein bisschen hin. Die ganzen Bohnen. Ach so, ja. Move Objects on. Es darf hier eigentlich nicht drin platziert werden, aber es sieht nun mal einfach schöner aus. Nehmen wir hier mal so ein paar Bohnen hin. So, dich auch noch. Und die letzte nehmen wir hier hin. So, dann. Na, jetzt können wir den Rest nicht mehr. Naja, es sind sowieso. Ach so, es sind noch genug Aktionen schon. Ja, Theresa, kannst doch mal aufstehen. 1480 Simoleons kriegen wir fürs Nichtstun. Das ist schön. Ja, und Jamie repariert gerade den Boiler und dann können wir ja mal ein bisschen in der Stadt nachschauen. Aber ich weiß auch nicht, ob er noch eine Freundin kriegen soll, beziehungsweise ob wir was mit Lolly oder mit Jane. Lolly. Oh Gott, da kommt mir was ganz Blödsinn sind. Mit Lolly oder mit Jane was anfangen wollen. Jade hieß sie, glaube ich. Aber keine Ahnung. So, wir können ja mal mit der kleinen Jüchen Sophia kuscheln. Und dann würde ich sagen. Wow, ja. Und das Universitätsmaskottchen kommt natürlich. Machen wir erstmal ein bisschen leiser. Und dann setzen wir mal die kleine Sophia hier in den Hochstuhl. Ja, Universitätsmaskottchen, sorgst du jetzt für das Ruckeln in meinem Spiel? Danke sehr nochmal. Caroline Rössli. Okay, merke ich mir. Denn die Welt ist gleich resettet, damit sie hier nicht noch ewig auf meinem Grundstück rumgammelt. Caroline Rössli. Ach so. Ich will den Namen eingeben. Du musst doch eingeben, was du damit mit denen machst. Ja. Entschuldigung. So, haben wir das auch. Aber das Teil behalten wir. Das können wir hier rum hinstellen. Und dann habe ich auf jeden Fall vor, dass wir mit Jamie an die Uni gehen. Das hatte ich vorher auch schon vor, noch bevor ich wildes Studentenleben hatte. Ich hatte einfach nur keinen Bock, so viel Geld für wildes Studentenleben auszugeben, weil mir das doch ein bisschen zu teuer war und ich es nicht ganz so spannend fand. Aber es ist eigentlich doch ganz cool. Und ja. Deswegen habe ich es jetzt. Ist das. Ah, Kleidung auf die Wäscheleine. Sehr gut. Dann kannst du ja mal duschen gehen. Und das Zeugs hier reinlegen. Da haben wir doch hier oben bestimmt auch noch einen vollen Wäschekorb irgendwo, oder? Mal schauen. Ist hier irgendwo noch ein voller Wäschekorb? Ich weiß gerade gar nicht, wo sie stehen. Wie gesagt, das ist echt lange her. Hier ist auf jeden Fall. Oh, ach ja, um die Pferde müssen wir uns auch noch kümmern. Nach denen habe ich ja noch gar nicht geschaut. Das ist jetzt natürlich blöd. So, Ramira hat Probleme. Aber Salto steht gleich auf. Wo ist Ramira? Ramira ist hier. Okay, dann gehen wir mit Salto einfach mal zu ihr und können uns mit ihr anschmiegen, schnüffeln. Und so. Und dann sollte das alles wieder klappen. Selira braucht dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber die kann erstmal in ihrem Stall was trinken. Und dann mit dem Beispiel. Kleine süße Salira. Ja. Okay, dann kannst du mit dem Pferdeball spielen. Und Sato kommt und Ramira. Und Phoebe braucht dann auch ein bisschen Aufmerksamkeit. Alles klar. Die kleine süße Sophia kriegt. Was ist für die Zeit angemessen? Gegrillten Käse, das passt. Dann können wir das reinigen, das säubern. Oh, jetzt haben wir vergessen, ein paar Melonen zu kaufen. Haben wir denn noch welche? Mal schauen. Vielleicht haben wir doch mal welche geerntet wieder. Nein. Okay. Aber vielleicht erntet er jetzt gerade welche. Haben wir vielleicht irgendwo welche? Nein. Sind hier gerade welche am Wachsen? Wassermelone? Kann geerntet werden. Ja. Sehr gut. Da haben wir ganz dringend, ich will unbedingt, dass es ein Mädchen wird. Es darf kein Junge werden. Wir haben was gegen Jungs. Wir haben ja schon einen.
Wie, nur eine? Da gibt's noch eine zweite. Was? Das war's schon? Das war schlecht. Schlechte Ausbeute. So, dann kannst du die noch mal essen. Und dann kannst du dich umziehen zu Alltagsklamotten. So, kitzeln und Kralle eingreifen. Und dann bringen wir nochmal bei, aufs Töpfchen zu gehen. Das kann sie doch bestimmt auch noch nicht, oder? Müssen wir dann mal schauen. Gehen wir mal hierher. Ja, Theresa macht ihren Krams. Ach, und Jamie ist schon auf dem Sommerfest. Okay. Herbstfest. Ja. Dem hübschen Wetterstein hier. Irgendwas Spaßiges, was wir machen wollen. Was können wir denn so auf die Schnelle Spaßiges machen? Ein bisschen Fußball spielen. Jade Green wird zu einem offiziellen Fußballspiel herausfordern. Okay. Noch nie gemacht. Keine Ahnung, was das ist. Mal gucken. Ist das ein. Oh, Lala. Wer ist Lala? Oh, ein kleines, knuffiges Hündchen. Carson und Lolo. Lala und Lolo. Schön. Brian Lavery. Okay, den könnten wir auch mal kennenlernen. Patrick, Holly. Ja. Noch ein paar mehr Leute hier anwesend? Oder waren die beiden das? Die alle das jetzt? Und an Therese eine Einladung? Ja, wir können ja mal schauen, ob das passt. Therese hat ja heute nichts vor. Da könnten wir das schon machen. Fotografieren, Fähigkeit verbessern, kriegen wir bestimmt irgendwann mal hin. Apropos, haben wir auch schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Mal bei unserem Urlaub. Wir sollten jetzt eigentlich nochmal so 1000 Fotos von unserem schönen Haus hier machen. Ich sagen, ich dachte, wir hätten hier irgendwie schon mehr Wäsche noch rumliegen gehabt, aber da habe ich mich wohl geirrt. Essen wir hier oben oder essen wir unten? Wir essen unten. Wir machen hier einen auf unabhängig, dann können wir auch bei uns unten essen. Nachmittags würde ich sagen, ist Zeit für Kuchenstücke. Haben wir eigentlich schon mit irgendjemandem was angefangen? Mit Patrick Braun werden wir nichts anfangen. Ich habe von irgendjemandem den Kommentar gelesen. Mit dem werden wir nichts anfangen. Denn, freundliche Textnachricht. Denn der ist glücklich verheiratet mit Tina. Und zu ihrer Party gehen wir auch nachher. Und, ja, da werden wir mal nicht dafür sorgen, eine glückliche Ehe zu zerstören. Ich überlege gerade, irgendwas Spaßiges braucht sie dann noch. Ach komm, sie kann ja einfach Fernsehen. Ich mache das irgendwie selten, einfach mit meinen Sims, meine Sims zum Fernsehen zu schicken. Aber ja, das sollte auch mal sein. Wo läufst du überhaupt hin? Ah, zu dem Mülleimer da unten. Haben wir oben keinen Mülleimer? Oh, das ist schlecht. Da sollte ich hier mal einen Mülleimer aufstellen. Am besten gleich hier in den Eingang. Müll könnte man immer entsorgen wollen. Ja, Mülleimer vergesse ich manchmal. Sollte man auch hier ins Bad stellen. Oder ist hier oben einer? Nee. Okay. Dann weiß ich, was ich bis zur nächsten Folge mache. Und zwar ein paar Mülleimer aufstellen. So, was ist das? Die kleine Sophia ist bestimmt schon ganz ungeduldig, dass sie hier die ganze Zeit warten muss, bis ihre Mami fertig ist. Aber ich hoffe, dass sie sich in der Zeit nicht einpinkelt. So, kleiner Jamie, was machen wir hier gerade so? Wo ist sie? Hier. So. Ja. Meine Jade. Hä? Nein, nicht dazwischenrufen. Ich wollte eigentlich ihren Witz erzählen, genau. Genau das wollte ich machen. Sie nach ihrem Tag fragen. Die den Tag verschönern. Und was können wir noch so machen? Was ist denn noch so ganz schön? Können Sie mal nach ihrem Alter fragen, weil ich das gerade gar nicht weiß, wie weit die auseinander sind. Ach ja. So. Und dann haben wir hier noch anderen Krams, den wir pflanzen könnten. Zum Beispiel Zimt. Der kommt. Ich weiß auch gar nicht, wie die von der Form her aussehen, die Pflanzen. Da bin ich mal gespannt. Also ich kenne den ganzen Krams mit den Uni-Leben Pflanzen noch nicht. Und deswegen freue ich mich wirklich darauf, die alle kennenzulernen. Und ja. Also falls ihr das Spiel noch nicht habt, ich bin ja eigentlich eher ein bisschen spät dran. Das gibt es ja schon eine Weile. Also wenn ihr die Erweiterung über das Studentenleben noch nicht habt, ich kann sie auf jeden Fall empfehlen.
aber nicht für das Geld, wofür sie normalerweise angeboten wird. Ich habe es für mehr als die, für weniger als die Hälfte gekriegt. Und ja, da lohnt es dann schon. Lohnt sich nicht bei jeder Erweiterung, wenn sie so viel weniger kostet. Das sind ja eigentlich alles schöne Erweiterungen, die man so hat. So, jetzt wird schnell noch. Oh, okay, die muss also gar nicht mehr. Super, dann können wir Sophia absetzen und hier mal auf Toilette gehen und duschen. Sehr gut, dann setzt sie hier ab und dann kann sie ihr Töpfchen selbstständig benutzen. Machen wir das hier noch leer und. Oh, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was für Sachen sie schon geübt hat. Oder ob sie überhaupt. Achso, nee, wird sie wahrscheinlich gar nicht. Schnucki. Lass Schnucki in Ruhe. Oh ja, dieser Name. Nein, mit Schnucki werden wir nichts machen. Wir werden dann kuscheln und dahin gehen. Wir wollen nicht mit Schnucki reden oder überhaupt irgendwie mit Schnucki zu tun haben. Immer noch dieser Name. Ja, den Komposter können wir dann verwenden. Meinetwegen mit den Pflanzen reden, wenn es irgendwas bringt. Warum hast du den Rest des Gartens nicht gepflegt? Kommst du da nicht hin? Ich hoffe doch, dass du da trotzdem hinkommst. Wir können es ja sicherheitshalber mal verschieben. So. Und. So, ich hoffe, dass er da hinkommt. Alle anderen Sachen sind geerntet, oder? Ja, ich denke schon. Also das war gar nicht, aber die Tomate muss noch ernten. Und den Kopfsalat irgendwie auch. Mal schauen, ob er das noch hinkriegt. Ja, gehen wir mal zu Jamie. Gleich sollte auch die Party steigen, zu der Theresa eingeladen ist. Und ja, Jade sieht doch eigentlich ganz hübsch aus, oder? Jetzt wissen wir aber trotzdem nicht, wie alt sie ist. Fragen wir sie nochmal. Was? Wir können sie einziehen lassen? Sie ist doch ein Teenager, oder? Sie ist doch immer noch ein Teenager, oder? Wir können sie einziehen lassen als Teenager? Wusstet ihr das? Ich wusste das nicht. Cool. Aber machen wir irgendwie nicht. Oh. Dann können sie ja dann einfach mal küssen. Wir sind ja schon gut mit ihr befreundet. Da wird sie nichts dagegen haben, würde ich mal sagen. Toll. Jetzt sind wir ein Star. 8 Tage jünger. Ja. Brauchen sie ja nicht endgültig, aber wir können ja mal. Wir können ja trotzdem uns irgendwie mit ihr anfreunden. Enabled True. Also, ja, also normalerweise, wie gesagt, mag ich Cheats nicht. Vor allem die halt, die das Spielgeschehen verändern. Aber ich hasse es, wenn meine Sims Stars werden, obwohl sie es gar nicht wollen. Und ja, deshalb nehmen wir das jetzt so. So. Wir nutzen das jetzt einfach aus, dass sie da ist, sodass sie so nett ist und denken uns, ja, wir vermissen Jasmin so sehr. Vielleicht mag sie uns ja. Und, mag sie es? Ja, sie mag es. Sehr gut. Ja, das dachte ich mir. So gut, wie wir schon mit ihr befreundet sind. Dann können wir ein bisschen mit ihr ja, im Regen rumknutschen. So wie das hier auch ist. Jetzt schon wieder das. Ja, ich mach's dann, wenn wir mit dir fertig sind. Dann lohnt sich das auch erst. So, mit Tab und F10 habe ich jetzt alle störenden Sachen weggeschaltet, für alle, die es immer noch nicht wissen. Und dann schauen wir zu, wie hier der Jamie so ein bisschen mit der Jade flirtet. Und sie hat echt kurze Sachen an, dafür, dass es Herbst ist. Aber dadurch wird natürlich ihr wunderschöner Körper betont. Das war bestimmt Absicht. Ja. Sie ist schon eine hübsche. Aber ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht ob wir nicht vielleicht im Studentenleben jemanden finden wollen. Oder zumindest wollen wir uns da noch nicht festlegen, damit wir damit eine rummachen können, würde ich sagen. So in der Richtung, also dass wir uns da ein bisschen ausleben können, bevor wir uns festlegen. Aber die beiden auf jeden Fall passen ganz gut zusammen. Also ich meine, wir können ja zu Jade dann zurück und uns doch auf sie einlassen, wenn ihr sie ganz toll findet. Aber ich würde sagen, erstmal legen wir uns noch nicht fest. Wir sind ja Teenager, wir sind jung, wir können uns da
ganz frei ausleben. Ja, hast du es jetzt hingekriegt, auch die Tomaten zu ernten? Ja, sehr gut. Wollen wir vielleicht die Sachen hier auch noch düngen? Ich weiß ja nicht, wie viele davon du noch düngen musst. Aber das wird ja hoffentlich ausreichen. Apropos, Dünger, neuer Dünger. Hier wäre welcher. Ja, machen wir dann einfach mal. Wir müssen uns sowieso ein bisschen mit den Pferden beschäftigen. Ich vernachlässige die so sehr. Ich muss gerade mal schauen. Die Alterung ist wieder aktiviert. Hatten wir sowieso festgelegt wegen dem anderen Baby. Oder deaktivieren sie erstmal nochmal kurz. Ja, der freie Wille ist eigentlich auch da. Ramira geht's ganz gut. Saliere eigentlich auch. Ja, ihr könnt euch trotzdem noch ein bisschen weiter miteinander anfreunden. Das wäre ganz nett. Bisschen anschmiegen, bisschen beschnüffeln, ein bisschen Pferdespiel. Und dann kannst du doch hier wieder ein Nickerchen machen. Ich hoffe nur, ihr kriegt das auch hin. Und die Salira kann hier was fressen, da ein bisschen pinkeln gehen. Pinkeln gehen, dann ein bisschen rumgaloppieren und an dem Teil üben. So. Irgendjemand finden, der sich mit Phoebe beschäftigt. Ich würde sagen, das macht der Philipp dann gleich. Ist die Musik voll leise, oder? Ja, jetzt höre ich sie. Machen wir sie mal auf Mittel. Wenn ihr sie auch hört. Ja. Kleine Phoebe. Die ist ja hier. Dann können wir uns mit ihr beschäftigen. Fürs nicht zerstören Syndrom. Und ein bisschen lieb haben. Dann hat sie uns vielleicht auch lieb. So, die Party. Ja. Daran nehmen wir teil. Nimmst du dann auch mal an der Party teil? Oder? Jetzt müsste ich erstmal wissen, wo die wohnen. Wo waren die denn? Braun. Ah, hier sind sie. Okay, dann gehen wir mal hier hin. Ich hoffe, dass dann hier auch die Party ist, dass dann hier auch die Leute sind. Und wir nicht enttäuscht werden. So. Und die kleine Sophia müssen wir natürlich auch noch ein bisschen beibringen, dass sie sprechen lernt und laufen lernt. Und ja, freu dich, wenn du sie im Arm hältst. So, geh mal dahin. Emily. Also ja, wie ihr schon sehen könnt, die Folge ist ein bisschen lang geworden. Sie kommt auch ein bisschen später, wie ihr gesehen habt. Nicht 15 Uhr, wie ich normalerweise die Rolls-Folgen hochlade, was einfach daran liegt, dass ich ein bisschen spät dran war. Aber ich denke, so schlimm ist das auch nicht. Ja, ab morgen kommen dann wieder die Folgen nur so 15, 17 Minuten lang ungefähr. Also halt so zwischen 15 und 20 Minuten. Und kommen dann auch wieder 15 Uhr. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drauf. Die Folge beende ich jetzt auf jeden Fall gleich. Ja, Jamie und Theresa und hier. Erste Liebe. Doll. Das ist nicht die erste Liebe, aber ich habe ja. Ja, ich bin ja nicht mit denen umgezogen, sondern ich habe einfach den Haushalt genommen und hier hingesetzt. Ja, deshalb wird das wohl so sein. Ja, wie gesagt, diese Folge jetzt ist erstmal beendet. Ich hoffe, ihr freut euch wieder auf neue Folgen mit Familie Reuss. Ich mich auf jeden Fall. Ich habe so lange hier nicht mehr die Familie gespielt. Fragt mich nicht, wieso, warum ich die Pause gemacht habe. Ich weiß es selbst nicht mehr. Ja, auf jeden Fall freue ich mich morgen auch auf eine weitere Folge, auf die 101. Folge. Ihr könnt mir gerne sagen, wie euch das gefallen hat, dieses Special. Es ist nichts so Besonderes, aber ja, keine Ahnung. Ich habe halt gerne so ein bisschen so ein paar Zurückerinnerungen. Ich mache eigentlich bei meinen privaten Familien auch immer ganz viele Fotos, wie ihr auch bei meinen Videos immer sehen könnt. Ganz viele Fotos von meinen Sims und schau die mir einfach später nochmal an und erinnere mich. Und hier habe ich das ja alles in Videoform. Das macht es noch einfacher, sich wieder zurück zu versetzen in die Zeit, in der man die Familie gespielt hat. Und ja, das wollte ich euch einfach nur so mal zeigen, was wir bisher so mit der Familie erlebt haben. Und dass wir auch noch ganz viele andere tolle Sachen mit ihnen erleben werden. Und ja, ab morgen geht es damit auch weiter. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen restlichen Tag. Tschüss!